die einfache Wenn-Formel. Hier haben wir einfach mal einige Daten, die uns als Grundlage dienen sollen, um die einfache Wenn-Formel anzuwenden. Es soll gezeigt werden, ob die Familien einen Zuschlag erhalten. Sie erhalten einen Zuschlag, ja, wenn sie ein Haustier haben, oder andernfalls nein. Gehen wir einfach in die erste Zelle. Jede Formel fängt mit einem Gleichheitszeichen an in Excel. Dann geben Sie das Wörtchen wenn ein und nach wenn kommt immer Klammer auf. Dann haben wir hier schon so eine kleine Hilfe von Excel. Und zwar als erstes möchte Excel die Prüfung haben. Das heißt also, wir müssen schauen, in welcher Zelle befindet sich das entscheidende Kriterium, was nun geprüft werden soll nach den Vorgaben. Also bei unserem Fall jetzt Haustier, ja, nein. Das Haustier steht in der Spalte E. Also haben wir hier in der ersten, im ersten Datensatz von der Familie Schmidt in Zelle 5, in Zeile 5, E5, den Hund stehen. Also, wir sagen jetzt einfach, wenn E5 gleich kein, das heißt also, wenn in E5 ein kein drin steht, dann ist die Prüfung abgeschlossen, das prüft er. Dann kommt das Semikolon und dann sehen Sie, dass nun der Dann-Wert schwarz, respektive wenn man die Maus drauf legt, blau unterlegt ist. Das heißt also, jetzt kriegt er gesagt, wenn E5 gleich kein, was soll er dann machen? Wenn kein, dann soll ausgegeben werden nein, also kein Zuschlag. Das heißt also, in Anführungsstrichen ein Nein, weil nur Wörter oder Buchstabenkombinationen, die in Anführungsstrichen stehen, kann Excel in dem Fall auch erkennen. Nicht lesen, sondern erkennen. Ansonsten würde er es als Zahl definieren und dann käme eine Fehlermeldung. Das heißt also, wir schließen den Dann-Wert ab, indem wir wieder ein Semikolon setzen. Und dann kommt sonst. Das heißt also, wenn E5 kein beinhaltet, dann soll er ein Nein machen. Ansonsten bleibt ja nur nichts anderes als ein Ja. Das setzen wir auch wieder in Anführungsstrichen. Und damit ist auch schon die Wenn-Formel abgeschlossen. Das heißt also, E5 gleich kein, dann nein, ansonsten ja. So, da jetzt die Familie Schmidt ein Hund besitzt, ein Haustier besitzt, kriegt sie auch einen Zuschlag. Um die Formel jetzt ganz einfach nach unten aufzufüllen, gibt es zwei Möglichkeiten, vielleicht auch mehr, ich kenne jetzt nur die zwei. Zum einen sieht man jetzt hier, der Mauszeiger ist ja ein Kreuz. Wenn Sie hier auf diese Ecke gehen, verändert sich das Kreuz von einem größeren weißen Kreuz in ein schmaleres schwarzes. Jetzt drücken Sie die linke Maustaste, halten Sie fest und ziehen es einfach nach unten. So lange, wie Sie eben die Formel auffüllen wollen nach unten und lassen los. Das heißt, alle Familien, die Hund, Katze, Meerschwein haben, kriegen ein Ja, weil sie einen Zuschlag haben und kein Haustier kriegt auch keinen Zuschlag. Das war die Prämisse. Jetzt zeige ich Ihnen noch schnell den zweiten Weg nach unten aufzufüllen, das heißt nach unten auffüllen. Ich markiere einfach den Bereich bis dahin, wo es auffüllen soll und drücke auf meiner Tastatur Steuerung-Taste, halte sie fest und drücke U für unten auffüllen. Das hat denselben Effekt wie eben mit dem Kreuz des Mauszeigers. Das gleiche funktioniert übrigens auch mit Steuerung R nach rechts, aber nur nach unten und nach rechts. Nicht nach oben und nicht nach links, nur nach unten und nach rechts.